Hallo Freunde und herzlich willkommen bei Self Defense System. Heute mal ein bisschen später am Abend, aber ich hoffe trotzdem, gefällt es euch. Herzlich willkommen auch von mir und heute geht es um die drei besten Möglichkeiten, Deckungen zu durchbrechen. Genau, falls euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich. Willkommen zurück. Starten wir gleich mit dem Thema, wo der Peter schon gesagt hatte. Ihr kennt das alle, ihr trainiert ziemlich viel. Wenn euch der Gegner angreift, wie blocke ich und wie stoße ich danach vor? Und oft ist es aber dann der Fall, dass auch das der Gegner blockt. Und wie durchbrecht ihr das am schnellsten? Da haben wir uns mal drei Techniken überlegt, oder wo wir euch mal vorstellen wollen. Fangen wir gleich mal an mit der ersten. Wenn der Peter mich jetzt angreift, mein Gegner, der Peter, mich angreift und ich block hier und ich versuche jetzt hier durchzukommen und ich merke aber schon, er hat die Hand hier oben. Das heißt, ich habe eine relativ geringe Chance, sage ich mal, dass ich ihn wirklich hier treffe. Dann würde ich hier nicht mit 100% reingehen, sondern mein Ziel ist es jetzt, die Hand zu fangen. Und bummern, um dann reinzugehen. Okay, nochmal langsam, er kommt, zack, und jetzt gehe ich hier weg. Und wie ihr seht, wenn ich das natürlich hinkriege, was oft passiert, dass er hier durch diesen Kreuz gefesselt ist, bummern, könnt ihr schön durchstoßen. Wichtig dabei ist einfach nur, dass ihr euch das im Klaren seid, wenn er eine Deckung oben hat, dass ihr nicht zu 100% in die Deckung haut. Das ist unnötige Energie und er kann noch reagieren. Das heißt, eins, zwei, jetzt nimmt ihr die Hand und zieht sie hier hoch. Drei, bumm, und zieht gleich hinterher. Aber selbst hier kann es jetzt noch sein, okay, was mache ich, wenn er die Hand zurückgezogen hat und oben ist. Also hier bin ich gewesen, jetzt hat er die Hand oben. Genau wie das gleiche, ich sehe jetzt, aha, die Hand ist oben, relativ geringe Chance hier durchzustoßen. Jetzt nehme ich wieder die gleiche Hand, ich versuche ihn hier zu faken, dass er mit der Hand nach vorne kommt. Dass er eine Priorität darauf liegt, hier meinen Block zu holen, der ja richtig stark natürlich, also mein Schlag, der richtig arg auf ihn zukommt. Nein, ich mach bam und jetzt habe ich ihn, bam. Und kann dann durchstoßen. Ja, also im Endeffekt. Wow, der hätte böse eingeschätzt. Aber ihr seht, überall können ja nochmal dann, meistens wenn es dann eh richtig zur Sache geht, da sind überall plötzlich Arme da und er zieht und macht und tut. Aber einfach gemäß seiner Technik alles wegwischen, dann passt die Sache. Ganz genau. Wie gesagt, aufpassen, hat er eine Deckung rum, dann ziehe ich meine Hand. Dann kommen wir gleich zu der zweiten Technik. Die zweite Technik ist, egal wie sie entstanden ist, erstmal, ihr seid im Angriff gewesen. Kann sein, dass ihr zurückgewichen seid und jetzt nach vorne stoßen wollt oder sonstiges. Was macht ihr, wenn euer Gegner blockt? Das ist nämlich sehr interessant, was viele dann, was mache ich jetzt? Weil wir ja eigentlich immer die Verteidiger sind, wissen wir gar nicht, wie es auch ist, im Angriff zu agieren. Aber das ist in der Selbstverteidigung ziemlich wichtig, weil wenn ich nämlich zurückgehe, warte ich auf den Moment, dass ich angreifen kann. Ich muss nicht immer warten, dass er mich angreift, sondern ich kann ihm auch zuvorkommen. Und genau hier ist es, wenn ich ihn angreife, zack, und er blockiert mich jetzt hier, ist meine Empfehlung, hier schon mal die Faust zu decken. Das heißt, ich gehe mit meinem Ellbogen hoch. Warum? Weil wenn hier der Schlag kommt, habe ich hier wenigstens mal einen Schutz oben. Aber gleichzeitig gucke ich natürlich, dass ich hier seine Deckung richtig. Okay, nochmal langsam. Ja, genau. Ich greife ihn an, er blockiert mich hier. Sehr schön sogar, so aus dem Brain Mantis. Er zieht mich sogar ein kleines bisschen her. Bisschen verhängnismäßig für mich, aber trotzdem kann ich mich auch hier, kann ich seinen Schlag blocken. Jetzt gehe ich mit der linken Hand hier wieder drunter und wische ihn weg. Boom. Und das ist genau nämlich diese Gefahr. Das ist genau diese Körpermechanik, wo ich hier aktiviere. Ich aktiviere das dadurch, dass ich seine Hand, die mich hier blockiert hat, wegmache, kommt dieser Schlag automatisch. Deswegen ganz wichtig, bam, Ellbogen hoch. Boom. Okay? Ich komme, bam, bam, boom. Und schieße jetzt hier durch. Angriff, Ellbogen weg. Und jetzt habe ich auch wieder hier die Möglichkeit, entweder ich presse, wenn seine Hand weg ist, oder er stellt sie wieder auf. So, um diesem Block hier zu entgehen, gehe ich wieder mit meiner linken Hand hoch und schnappe ihn mir hier. Boom. Bam, bam, bam. Und kann durchstoßen. Das heißt, ich greife an. Ja, ich bin immer im Angriffsmodus. Genau. Dieses zack, zack, zack. Boom. Und ja, oder aber ich block die Hand. Boom.
habe ich auch keine Chance am Ende. Wichtig ist nur, dass ihr weitermacht. Ganz einfach, ihr müsst erkennen, hat er die Hand oben oder hat er die Hand unten? Und was ich gerade vorher auch gemacht habe, wo ich gemerkt habe, Peter kommt, ich habe ihn geschlagen, ich bin hier gewesen, er hat seine Hand ziemlich hochgezogen, dass ich hier oben gar nicht mehr richtig wegwischen konnte. Ja, wenn er die Hand zu hoch zieht, dann scheißegal, dann geht er nach unten. Bumm! Das heißt, ich ziehe die Hand von hier aus, ziehe die Hand runter, schlag ihn hier in den Bauch mit einem schönen Backflip, bam, bam und komm hier oben durch. So. Also bei zum Beispiel großen Menschen schon geeignet, wenn die Hand halt da etwas von weiter oben kommt, dann geht halt unten rein. Genau, alte Weisheit, den größten Baum fällt man von unten. Und die dritte Variante ist, wenn der Gegner mehr Schläge setzt als nur ein. Das ist oft, wenn er Kombination oder sowas setzt. Wie man da am besten agiert, ohne dass man hier unbedingt zurückweichen muss, gibt es eine schöne Technik aus dem Jeet Kune Do. Erste ist natürlich eine Abwehr, zweite Wert ab. Und jetzt ist es aber so, entweder, wenn ich die hier gehabt habe, entweder würde ich jetzt wie in den vorherigen Videos zeigen, hier vorgehen. Okay? Aber weil der Peter schnell ist und schon wieder hier seinen Konter setzen möchte, fange ich jetzt nicht dieses Spiel hier an. Warum? Weil sonst geht es immer weiter. Ich blockiere ihn eigentlich null. Ich leite ihn immer nur ein zu dem nächsten Schlag. Das wollen wir nicht. Das heißt, ich mache eins, zwei und gehe jetzt hier rum raus. Ich habe hier entweder einen Hebel, einen ziemlich bösen, den ich einsetzen kann, oder ich bin hier schön auf der toten Seite. Das heißt, ich kann hier durchstoßen, ich kann das Knie angreifen, was ziemlich böse ist. Ja. Und ihr seid verdammt schnell, weil ihr wirklich nur von hier oben dieses Deck hier wegwischt. Und ihr seid drin. Die Bewegung heißt, zieht dann roh so aus. Erster Block, zweiter Block. Und jetzt kommt die Hand von dieser Seite, die wischen wir so rum weg und greifen mit der linken Hand an. Ja, und ihr habt es gesehen unten hier, was passiert ist. Also ich bin ja auf oben fokussiert, ich kriege also während meiner Schläge überhaupt nicht mit, was unten passiert. Und da kann man mir echt, während ich noch fighte, bösen Schaden zufügen. Ja, also im Endeffekt, wir versuchen es nochmal zu zeigen, weil da muss man ein bisschen aufpassen natürlich. Also da kann man mir richtig die Kniescheibe raus treten. Ja, oder es lenkt ihn auf jeden Fall ab. Mache ich immer ziemlich gern, dass ich ein bisschen unten beschäftige, nicht mal mit 100%. Aber das Schöne ist, er kriegt hier unten, was ihm wehtut. Und seht ihr mal seinen Körper, was passiert. Der Körper geht vor. Wenn ich dazu einen Schlag setze, ist es wirklich vorbei. Ja. Machen wir es mal einmal langsam. Block, Block, hier weg. Okay? Block, Block, hier weg. Und rein. Block, Block, hier weg. Pum. Das Schöne hierbei ist, nach dem zweiten kann er auch nicht mehr weiter starten. Peter, sorry, du bist voll in Fahrt gerissen. Jetzt wollte ich gerade warm werden. Das Schöne ist nämlich hier, wenn wir das jetzt hier machen, Peter sein nächster Schlag. Okay? Er hat von hier einen ganz blöden Winkel zu schlagen. Ja, ich muss ja. Wenn er schlagen will, zieh ich seinen eigenen Arm rein. Oder. Wenn ich hier gewesen bin, gäbe ich auch seine Rippe frei. Ich kann hier einen Ausfallschritt raus machen, bin noch weiter draußen. Ganz einfach. Wie gesagt, nachdem hat er ganz blöde Karten. Die tote Seite ist immer doof für den Gegner. Genau. Und vor allem, er rechnet ja nicht damit. Er denkt sich jetzt, okay, ich will jetzt nicht sagen, das hört sich vielleicht böse an, ich bin Amateurboxer, ich habe eine Kombi gelernt, ich greife jetzt mal mit 1-2, 1-2 an und genau für das ist es gemacht. Der erste kommt nämlich 1-2. Genau. 1-2 und jetzt kommt der nächste Punkt. Ja. Und was passiert jetzt? Jetzt ist klar, also ich habe jetzt nur noch die Möglichkeit, wahrscheinlich. Ich schätze mal, die meisten würden es tun, würden jetzt versuchen, mit dem Schwinger daher zu kommen. Ja. Er ist überall zu. Ja. Gerade weil ich auch hier in dem Schlag drin gewesen bin. 1-2, ich bin hier drin, ich komme hier rum. Also als erstes mal das Ding, das zentriert so rein, da wird er erstmal gar nichts mehr machen wollen. Das nächste ist, ich bin hier zu, ich kann mich hier wirklich richtig zumachen. Und das Schöne ist, auf was würde sich überhaupt nicht konzentrieren? Und auf den Unterleib wird er sich nicht konzentrieren und euer Fuß ist einfach genial da. Was soll ich sagen? Danach sind die Fahrpläne beendet. Ja, aber es kommt natürlich die Verhältnismäßigkeit wieder an. Es gibt ja viele Leute, die unsere Videos nicht ganz so verstehen, deswegen muss man es nochmal dazu sagen. Die Verhältnismäßigkeit muss stimmen. Das heißt natürlich, hier, ich würde ihm jetzt nicht unbedingt hier mit 100% in seine besten Stücke treten, wenn es nicht sein muss. Weil klar, hier sieht es recht statisch aus. Normalerweise ist es extrem dynamisch
aber ich möchte das Ding da nicht reinkriegen einfach. Genau. Und das würde schneller passieren, als ihr gucken könnt. Und das Ziel ist ja eigentlich auch nicht, um zu zeigen, wie wir kämpfen, sondern euch die Technik beizubringen. Und das ist eigentlich, worum es gehen sollte. Und deswegen nehmt ein bisschen Rücksicht darauf, dass es natürlich statisch aussieht. Wir müssen es auch langsam zeigen, sonst hat keiner was davon. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank, Peter. Gerne. Dass es wieder über dich ergehen lassen hast. Ja. Vielen Dank an euch. Sagt ihr mal, was sagt ihr dazu, zu diesen schönen Kombinationen, um die Deckung durchzubrechen? Habt ihr vielleicht andere, bessere, sämtliche Variationen? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Denkt dran, uns ein Like zu geben, kommentieren, Abo dalassen. Denkt dran, am Sonntag ist unser Livestream, 20 Uhr auf unserem Channel. Unser Gast ist der Ia von NL Kangaroos, haben wir ja schon angekündigt. Wir freuen uns drauf, seid dabei, bis zum nächsten Mal.